Also, ich wurde sehr oft angeschrieben, ob ich nicht etwas zum Thema natürliche Brustvergrößerung machen kann. Und ihr wisst, ich gehe mal gern auf eure Wünsche auch ein. Und habe natürlich jetzt super viel recherchiert, was ist da möglich? Gibt es da irgendwelche bestimmten Nahrungsmittel, Supplements oder was auch immer? Und ja, natürlich freue ich mich auch demnach über eure Unterstützung. Und in dem heutigen Video erfahrt ihr erstmal, was denke ich zum Beispiel persönlich über Brust-OPs oder beziehungsweise über Implantate. Und sind diese jetzt wirklich riskant oder nicht? Also ich sag mal, wenn man halt jetzt wirklich jahrelang Implantate trägt. Was ist möglich mit einer natürlichen Brustvergrößerung? Also kann man das überhaupt schaffen? Ohne chirurgischen Eingriff? Viele Frauen, die wenig Brust haben, entscheiden sich mittlerweile bewusst gegen eine Brust-OP. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich befürworte das wirklich. Und auch sehr viele Frauen, die schon sehr lange Brustimplantate tragen, entscheiden sich mittlerweile, diese rausnehmen zu lassen. Ich habe die einzige wirkliche Langzeitstudie zum Thema Brustimplantate gefunden. Und was sind wirklich so die Langzeitfolgen von Brustimplantaten? Man muss dazu sagen, das sind natürlich Dinge, die wirklich sehr, sehr selten vorkommen. Also diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Aber sie wurden auf jeden Fall vermehrt bei Frauen festgestellt, die Brustimplantate tragen. In dieser lang angelegten Studie wurde herausgefunden, dass statistisch einfach bestimmte Sachen mehr bei Frauen mit Brustimplantaten vorkommen. Das ist zum Beispiel dieses sogenannte Sjögren-Syndrom. Das ist eine entzündliche Autoimmunkrankheit. Des Weiteren auch zum Beispiel Hautkrebs, was mich verwundert hat, kann statistisch ein wenig mehr bei Frauen mit Brustimplantaten vorkommen, sowie auch Stillgeburten. Dann auch eine rheumatoide Arthritis und ja, des Weiteren auch, zum Beispiel hat man herausgefunden, dass Kochsalzimplantate eher reißen und Silikonimplantate eher verkapseln bzw. zu einer Kapselfibrose neigen. Und ja, dann wurde ja auch immer behauptet, dass Frauen mit Brustimplantaten eher zu Suizid neigen. Das wurde allerdings in dieser Studie widerlegt. Wie gesagt, ich werde die Studie verlinken, da könnt ihr dann selbst nochmal nachlesen. Ich denke persönlich so, unser Körper hat eine gewisse Weisheit und Intelligenz und natürlich merkt er, dass da ein Fremdkörper in unserem Körper ist. Auch wenn die Ärzte immer wieder sagen, es ist körpereigenes Material, aber unser Körper ist wirklich nicht dumm. Natürlich sind solche Brustimplantate, können mit Komplikationen verbunden sein, wie zum Beispiel Infektionen oder wie ich eben schon gesagt habe, Verkapselungen oder natürlich auch Risse und was weiß ich alles. Also ich kann mir vorstellen, dass das Immunsystem ein bisschen mehr beeinträchtigt ist, wenn Silikonimplantate im Körper vorhanden sind, weil natürlich unser Körper versucht, ein Leben lang diese wahrscheinlich auch irgendwo wieder loszuwerden oder abzustoßen. Aber wie gesagt, das ist, was ich halt so im Gefühl habe, aber ich habe sehr viele Frauen in meinem Bekanntenkreis, die wirklich schon jahrelang Silikonimplantate tragen und gar keine Probleme damit haben. Also ich glaube, jeder Körper geht natürlich sehr individuell damit um. Meine Meinung zu Beauty-OPs ist, dass wenn jemand wirklich psychisch stark leidet unter einem vermeintlichen Makel und es auch schon die Gesundheit beeinträchtigt, dann würde ich vielleicht eine OP auch in Erwägung ziehen, weil natürlich das psychische Leid über viele Jahre kann natürlich auch, wie eben schon erwähnt, sich wirklich negativ auch auf die Gesundheit auswirken. So, jetzt kommen wir zu dem wirklich spannenden Teil des Videos und zwar Brüste natürlich vergrößern. Ist denn das wirklich möglich? Ihr wisst, nichts spielt eine größere Rolle als die Genetik, wenn es dazu kommt, was für eine Brustgröße wir haben. Aber viele Frauen merken, dass sich die Brüste im Laufe des Lebens immer irgendwie ein bisschen ändern, mal größer, mal kleiner sind. Das hat natürlich was mit Gewichtsab- und Zunahme zu tun, denn unser Körper sucht sich natürlich aus, wo er als erstes Gewicht verliert oder zunimmt. Des Weiteren natürlich Schwangerschaften, klar, viele Frauen wissen das. Da kann sich auch die Brust wirklich verändern. Dann natürlich auch Wassereinlagerungen vor der Periode. Bei Östrogen ist es so, dass es natürlicherweise Wasser im Körper speichert. Und ich habe ja schon mal ein Video zum Thema Phytoöstrogene gemacht, also pflanzliche Östrogene. Und heute möchte ich mal so ein bisschen noch näher drauf eingehen. Und zwar, es gibt sehr viele Pflanzen, die diese sogenannten Phytoöstrogene besitzen. Also die
wirken in unserem Körper wie Estradiol, also beziehungsweise das Östrogen, das weibliche Hormon. Und die bekanntesten, das haben bestimmt schon einige von euch gehört, dazu gehört zum Beispiel der Rotklee oder die wilde Jamswurzel. Dann auch Soja ist sehr bekannt für seine Phytoöstrogene. Und bei Soja ist es so, dass ihr auf jeden Fall darauf achten solltet, unverarbeitetes Soja zu euch zu nehmen, also nicht zu stark verarbeitetes oder auch fermentiertes Soja. Da sind auf jeden Fall mehr Phytoöstrogene drin als im stark verarbeiteten Soja. Das habe ich auch der Studie entnehmen können über Phytoöstrogene. Denn die Studie besagt, Phytoöstrogene können sogar eine Hormontherapie eventuell ersetzen bei Frauen mit zu wenig Östrogen. Und die Studie hat sich sehr positiv über Phytoöstrogene ausgesprochen oder beziehungsweise entdeckt, dass Phytoöstrogene wirklich sehr gut für uns sind. Also für uns Frauen natürlich insbesondere. Es gibt auch noch andere Pflanzen, die Phytoöstrogene besitzen. Vielleicht nicht so viel wie die Jamswurzel oder der Rotklee, aber auch Phytoöstrogene. Zum Beispiel, was dazu gehört, sind zum Beispiel noch Leinsamen oder andere Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Kichererbsen. Dann natürlich auch Trauben, Erdnüsse, Beeren oder auch Fenchel. Bei Trauben ist es so, das Resveratrol, das ist auch ein Phytoöstrogen. Also es gibt auch viele Nährstoffe, die gleichzeitig wie Phytoöstrogene wirken können. So, jetzt kommen wir noch zu einem ganz spannenden Thema und zwar gibt es Nahrungsergänzungen bzw. Herbs oder verschiedene Kräuter, die bewirken können, dass Brüste wachsen können. Also, es gab jetzt nicht wirklich Studien dazu, aber ich habe trotzdem mal geschaut, was haben denn die Menschen so für Erfahrungen gemacht. Ich habe Kommentare gelesen und zwei Herbs, die immer wieder aufgetaucht sind, das waren zum Beispiel einmal Boxhornklee und Saw Palmetto. Da wurde zum Beispiel bei Amazon waren Kommentare irgendwie, ja, irgendwie meine Brüste sind gewachsen. Aber wie gesagt, es gibt jetzt nicht wirklich einen wissenschaftlichen Beweis dafür. Aber es gibt zum Beispiel natürlich Nährstoffe, die auch so ein bisschen, die Hormone steuern können. Zum Beispiel gab es auch eine Nahrungsergänzung, das war mit Boxhornklee, Fenchel und Wild Yams. Und das wurde ziemlich gehypt irgendwie. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht, wie gesagt, es ist jetzt nichts, was man irgendwie, es ist jetzt nichts Schädliches für den Körper, es ist vegan. So, aber eine Sache kann ich euch aber wirklich versprechen, wenn ihr beginnt, mehr Rohkost zu essen, mehr wasserhaltiges Obst und Gemüse, wenn ihr das zu eurer idealen Hauptnahrung macht, dann werden eure Brüste auf jeden Fall verjüngt. Genauso wie das auch mit dem Rest des Körpers passiert, werden auch die Brüste schöner, straffer, jugendlicher, die Haut wird straffer, die Haut wird weicher. Und deswegen, also ja, auf jeden Fall finde ich, die Rohkost ist auf jeden Fall das Beste zum Verjüngen generell, was halt den Körper betrifft. Und dann natürlich noch das Thema Massagen. Ihr wisst, ich liebe Gesichtsmassagen. Ich habe damit auch wirklich schon schöne Erfolge im Gesicht erlebt. Und das kann man natürlich genauso auch für die Brüste anwenden. Denn ihr wisst zum Beispiel, Prolaktin, das ist ein Hormon, was zum Beispiel viel produziert wird, wenn dann Kinder gestillt werden. Und wenn du zum Beispiel deine Brüste massierst, also ich werde das jetzt hier nicht vormachen, schon gar nicht nackt. Wenn du zum Beispiel deine Brüste massierst, so mit kreisenden Bewegungen und nicht so hart, weil es gibt ja noch diese eine Massage aus Asien, wo die so wirklich die Brüste schon so richtig so schlagen. Aber ist ja klar, wenn die Brüste dann irgendwie so wund sind und blau vom vielen Schlagen, dass die dann natürlich auch anschwellen. Aber das ist klar, der Effekt bleibt ja nicht. Dann so ein bisschen eine Brustmassage, so eine leichte, so immer so zirkulierend um die Brüste herum, kreisende Bewegungen. Und damit könnt ihr natürlich vielleicht auch so ein bisschen das Prolaktin stimulieren. Und dann bewirken, dass eure Brüste ein bisschen straffer werden und vielleicht auch ein bisschen größer werden dadurch, weil du tust ja auch so ein bisschen die Durchblutung anregen. Und das könnt ihr zum Beispiel mit Olivenöl machen. Olivenöl enthält übrigens auch Phytoöstrogene, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und ja, des Weiteren natürlich auch vielleicht nicht immer BH tragen, weil ihr wisst, damit tut ihr zum Beispiel den Lymphfluss so ein bisschen beeinträchtigen. Würde vielleicht auch ab und zu mal ohne BH gehen. Das ist ja mit kleinen Brüsten dann eh jetzt nicht so dramatisch, sage ich mal. Und viele hatten mich auch gefragt, ob man nicht mit Sport irgendwie Brüste wachsen lassen kann. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Es ist so, also wenn ihr zum Beispiel jetzt anfangt mit Gewichten zu trainieren, vielleicht ist euch mal aufgefallen, dass viele Bodybuilderinnen
keine Brust mehr haben, sondern Brustimplantate, weil die trainieren so viel, dass anstatt Fettgewebe hier und Drüsen, das ist ja, woraus die Brust besteht, dass die dann nur noch Muskel dort haben und so verschwindet die Brust. Deswegen macht lieber weniger für die Brust und mehr für andere Körperstellen und wirklich nur ab und zu mal für die Brust vielleicht irgendwie, also so Brustübungen und sowas. Aber wie bei so vielen Dingen, ihr braucht einfach wirklich viel Geduld. Das muss ich halt dazu sagen, wirklich viel Geduld. Die einzige letzte Möglichkeit ist halt wirklich noch Gewicht ein bisschen zuzunehmen. Da wächst natürlich auch die Brust, wie gesagt, weil sie hauptsächlich aus Fettgewebe besteht. Aber ja, das wollen wahrscheinlich die meisten nicht von euch. Jetzt erzähle ich mal kurz was zu mir. Gut, ich sag mal, ich habe ein bisschen mehr Brust für meine zierliche Statur mitbekommen. Dafür habe ich halt unten einfach relativ weniger. Also ich muss halt für Beine und Po mehr machen. Das ist halt bei mir so. Jeder ist anders gebaut. Ich nehme halt eher schnell halt auch an der Brust zu und im Gesicht. Und ja, bei jedem halt einfach anders, ja. Ich muss natürlich dafür ein bisschen mehr Training für die Beine machen und für meinen Po. Klar, was ist eigentlich so toll an großen Brüsten? Männer verehren natürlich oftmals Frauen, die große Brüste haben. Klar, ist natürlich etwas, das ein Symbol für Weiblichkeit ist. Aber dafür ist es dann natürlich auch bei kleinen Brüsten wieder so, dass sie nicht so schnell der Schwerkraft zum Opfer fallen. Das ist ja auch was Schönes. Und vor allen Dingen jugendlicher wirken, weil große Brüste wirken manchmal eher vielleicht so ein bisschen mütterlicher. Also es hat alles immer Vor- und Nachteile im Leben. Kommt alles immer mit einem Plus und einem Minus. So ist es halt einfach. Und ja, aber wisst ihr, was wirklich das Allerschönste ist an einer Frau, wenn wir jetzt mal wirklich nur vom Optischen ausgehen? Und zwar eine weibliche Silhouette und diese typische Sanduhrenfigur. Und das ist das, was weltweit als gesund und attraktiv wahrgenommen wird. Diese wunderschöne Form. Und das könnt ihr wirklich mit der Ernährung und auch mit Sport beeinflussen. Außer du hast wirklich einen Extremfall, wo man ganz gerade gebaut ist. Aber das sind die meisten Frauen nicht. Die haben auf jeden Fall alle die Möglichkeit, eine schöne Taille zu bekommen und schöne Hüfte. Wie gesagt, also mit der Ernährung kann man viel machen, dass man in der Mitte schlanker wird. Mit Gewichtentraining kann man ein bisschen machen, dass man untenrum ein bisschen mehr oder ein bisschen kräftiger oder wie auch immer. Also natürlich so diese Form bekommt. Ne? Das kann man schon alles machen. Also deswegen, da ist auf jeden Fall viel Hoffnung. Und bevor wir jetzt alle da verrückt werden und uns verrückt machen, weil wir jetzt irgendwie, was weiß ich, nicht so einen Hintern haben oder nicht solche Brüste, lass uns lieber auf wirklich Körpermerkmale konzentrieren, die auch wirklich Gesundheit demonstrieren. Und dazu gehören jetzt nicht unbedingt große Brüste oder einen dicken Hintern. Klar, natürlich ist es auch ein Symbol für Fruchtbarkeit, aber das größte Symbol für Fruchtbarkeit ist natürlich diese schöne Silhouette, sage ich mal. Und ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen dem Zeitgeist unterworfen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel, es gab Epochen, wo ganz kleine Brüste total in waren. Irgendwann in 2 Jahren wird dann wieder, was weiß ich, der flache Hintern total angesagt sein. Das ist alles so eine Zeitgeistgeschichte, ja. Und sich dann ständig zu unterwerfen. Also ich finde, das Wichtigste ist am Ende, dass wir gesund sind, dass wir Gesundheit ausstrahlen. Und das habe ich auch schon in anderen Videos erzählt. Und ja, das ist das Elementare einfach. Wenn ihr an irgendwelchen Produkten interessiert seid, auch welche, die ich heute genannt habe, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schauen. Nee, in die Infos meine ich. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Video wieder. Eure Julia Rawson. Ciao.